Hey, ich bin Timo und gerade eben kam er an. Le Mal Elixir. Hier bekommst du meinen ersten Eindruck, aber noch ein bisschen mehr. Ne? Denn ich mache hier einen Cut, dann werde ich ihn morgen testen und das Ganze füge ich hier in diesem Video. Also mein zukünftiges Ich kommt auch noch drin vor. Crazy. Also, bist du neu hier? Lass ein Abo da, wenn du den kennst, in die Kommentare. Ja, und jetzt lass uns einfach loslegen. Ich will ihn aufmachen und einfach mal testen. Also, ab geht's. Los geht's. Machen wir ihn auf. Ah. Ja. Die Spannung steigt. Also. Ja, Le Mal macht ja geile Flanker, muss man sagen. Ist es jetzt auch noch so? Gucken wir mal. So, aufmachen hier das Ding. Ja, komm. Oben, unten. Yeah. Ja. So. Da ist er. Das gute Stück hier, so, ja. Also, Präsentation für den Preis ist nice. Aber ihr wisst ja, viel wichtiger ist das, was drin steckt. Und drin steckt auch hier immer ein, genau. So, das mache ich jetzt Jerry-mäßig, komm. So, ab geht's, Baby. Ich sprühe hier mal. So, mein erster Eindruck, ja. Ihr bekommt ja gleich nach dem Cut noch ein, mein zukünftiges Ich zu sehen. Ja, okay. Also, der ist direkt gut, muss ich sagen, ja. Ich habe mir den ja gekauft von meinem eigenen Geld. Ich kann also sagen, was ich will und ich finde ihn gut. Das ist ein warmer Duft. Das ist jetzt nichts für Frühling, für Sommer, außer natürlich in der Disco, weil da ist es eh immer heiß. Ah, der wird sich gut verkaufen. Der wird sich richtig gut verkaufen, Alter. Du kriegst Lavendel und Minze. Du merkst schon, dass hier eine Mal drin steckt, ne? Und dann kommt noch so eine richtig breite, warme, voluminöse Duftwolke in deine Nase geschossen. Ja, das ist sexy. Geil für ein Date, sehr gut für den Club. Ich glaube, die Leute, die One Million immer noch des Todes oft tragen und eine Abwechslung haben wollen, hier Leute, das Ding. Ich bin mal gespannt auf die Performance. Das ist eine Mischung aus, das hat auch der Typ gesagt, von dem ich das abgekauft habe, bei Parfumo. Ja, Parfumo regelt immer. Er meinte, dass das schon so ein bisschen erinnert an Tom Ford's Noir Extrem. Hat er recht. Ich würde sagen, du kriegst hier die Le Mal DNA, na, die so typisch ist. Lavendel, Minze, sexy Panty Dropper Style. Plus dann noch diese männliche, schwere, ja auch Sexiness vom Noir Extrem von Tom Ford. Du hast diese beiden Düfte hier drinne. Ja, der ist gut. Der ist richtig gut. Mhm. Herbst, Winter, den ballern, das läuft, ja. Also, ich mache jetzt mal einen Schnitt und dann mal schauen, ja, was mein zukünftiges Ich sagt. Das ist ja auch sehr wichtig. Also, Schnitt an dieser Stelle. Ich trage ihn morgen mal im Büro. Haltbarkeit checken. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Komplimente. Ja, gefällt mir. Erster Eindruck, sehr positiv. Ein warmer, sexy Duft. Süß auf jeden Fall, jo. Ah, nice. Also, ausführlich machen wir es vielleicht nach dem Cut. Also, mein erster Eindruck sagt, richtig gut. Aber zukünftiger Timo, was sagst du denn jetzt? Einen Tag später. Es folgt mein Fazit. Sicherlich fragt ihr euch, Timo, wie ist denn Le Mal Elixir? Also, wie sage ich es euch? Schonend. Er ist leider geil, wirklich, richtig, richtig gut. Bisher das beste Release, was es 2023 gab. Okay, wir haben noch ein bisschen zu gehen im Jahr, okay, ja. Aber der ist bisher sowas von geil. Haltbarkeit, Siage, richtig gut. Kriegt von mir mindestens eine 8. Ne? Der war den ganzen Tag präsent, der war am Start, der war auch ja, sehr strahlend unterwegs. Puh, und die Duft-DNA,
Die finde ich auch top, wirklich. Am Anfang bekommt ihr wirklich Le Male Vibes Light. Ja, ihr bekommt schon so ein bisschen diesen Le Male Touch mit. Lavendel und Minze sorgen dafür. Dann kommt allerdings so eine schwere, cremige Süße, ein richtiger Gourmand. Ihr wollt richtig das Ganze ablecken, abschlecken, so richtig geil, ne? Der Duft ist so ein Mix aus Le Male und dann kommt schon so ein bisschen was von Tom Ford's Noir Extreme, so ein bisschen Ultramel, ein bisschen Le Parfum von Jean Paul Gaultier, ja. Und hier ist so viel Süße drin, ja. Die haben hier alles reingehauen, was irgendwie nur süß ist. Vanille, Tonkabohne, Honig, ne? Im Dry Down kommt auch ganz dezent Tabak dazu, was das Ganze noch so ein bisschen männlich macht, aber auch nicht zu sehr. Das ist hier ein Playboy-Duft, sag ich mal. Ne? Das ist jetzt kein Macker-Duft, so Leder und Weihrauch und was ist denn hier los? Nein, der ist süß und sexy. Das solltet ihr vorher wissen, damit ihr ja mit den richtigen Erwartungen auch hier rangeht. Okay, dafür sind diese Videos ja auch schließlich da. Im Büro kam er gut an, alle meinten, der ist gut. Es meinten allerdings auch zwei, der ist aber süß. Ja, das ist er nämlich auch, ne? Le Male Elixir. Mann. Was für ein richtig gutes Ding. Le Male macht einfach gute Flanker. Ich hatte mal wieder recht. Das hier, ich habe ihn blind gekauft und es ist der beste Blindkauf, würde ich sagen, bisher. In meiner Blindkaufkarriere. Hey, cool, Timo, gut gemacht. Ach, bitte, check den aus, wenn du einen Clubduft suchst. Etwas zum Daten, ja. Wenn du sagst, ich habe immer den Ultramel genommen, wird mir was für was Neues. Oder hier, 1 Million, hier hast du ihn, ja. Das ist dein Duft. Check den bitte aus. Richtig, richtig geil. Gut, was bleibt mir noch zu sagen? Der Flakon sieht auch sehr geil aus, finde ich. Sehr, sehr schön. Mal in die Kommentare mit dir, ne? Wie findest du ihn? In die Kommentare. Ich will es wissen. Ja? Geht es euch denn auch so? Oder sagt, ja, vielleicht seid ihr auch enttäuscht. Ich weiß es ja nicht. Ich will es wissen. So, in die Kommentare. Und vor allem, geht mal jetzt raus, checkt den Duft. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zu einem neuen Video. Mich würde es sehr, sehr freuen. Abonniert hast du hoffentlich, oder? Ah, sehr gut. Daumen nach oben auch. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, ab in die Parfümerie deines Vertrauens. Und Nase ran. Ah. Ich glaube, wie sage ich das jetzt ganz vorsichtig? Mit dem Duft werden auch viele Frauen gefunden. Ja? Was für ein sexy Playboy-Duft. Sehr geil. So, jetzt aber mal genug mit Timo-Videos und bis bald. Dein Elixir, der Parfum-YouTuber Timo.